Umgebung einer reellen Zahl. In dem, was jetzt folgt, ist A eine beliebige reelle Zahl und R ist eine streng positive Zahl. Wir definieren eine Umgebung von A als offenes Intervall, das auf A zentriert ist. Die streng positive Zahl R, die angegeben wird, das ist der Abstand von dieser Zahl bis zu dieser Zahl da. Die Länge von da bis da, das ist die streng positive Zahl R, die ich hier per Schieberegler schön einstellen kann. Eine Umgebung von A ist solch ein offenes Intervall, das auf A zentriert ist und von dem R die Öffnung ist. Wenn hier die Zahl A ist und die Länge dieser Strecke ist die positive Zahl R, dann muss diese Zahl hier die Zahl A plus R sein. Und aus demselben Grund muss diese Zahl die Zahl A minus R sein. Eine Umgebung von A ist also solch ein offenes Intervall A minus R, A plus R. Definieren wir jetzt allgemein. Jedes offene Intervall, das auf der Zahl A zentriert ist, ist eine Umgebung von A und wir bezeichnen solch eine Umgebung mit VA, V wie das französische Wort für Umgebung, Voisinage. Wir drücken jetzt aus, dass eine Zahl X sich in dieser Umgebung von A befindet. X liegt in dieser Umgebung von A. Das bedeutet, dass x sich in diesem offenen Intervall befindet. Und x liegt in diesem offenen Intervall, das heißt, dass x streng größer ist als a minus r und gleichzeitig streng kleiner ist als a plus r. Das ist eine doppelte Ungleichheit, die ist schwierig zu bearbeiten, deshalb zerlegen wir die zuerst mal in zwei einfache Ungleichheiten. A minus R streng kleiner als X ist die erste und X streng kleiner als A plus R ist die zweite. In der ersten setzen wir jetzt A rechts rüber, das wird dann dazu minus A und in der zweiten setzen wir A links rüber, das wird da auch zu minus A. So. Und jetzt sehen wir, dass die Zahl x minus a streng größer ist als minus r und gleichzeitig muss dieselbe Zahl x minus a streng kleiner sein als r. Das heißt also, dass x minus a sich streng zwischen minus r und r befinden muss. Stellen wir uns jetzt auf dem Zahlenstrahl vor, die 0 wäre da. Dann ist die Zahl R da, sie ist streng positiv. Ich kann sie auch hier schön mit dem Schieberegler einstellen. Und die Zahl minus R muss sich dann links von 0 im selben Abstand befinden. So. Hier steht jetzt, dass die Zahl x minus a sich streng zwischen minus R und R befinden muss. Das heißt, die Zahl x minus a, die liegt irgendwo streng zwischen minus r und r. Und wenn diese Zahl sich streng zwischen minus r und r befindet, dann bedeutet das, dass ihr Abstand zur Zahl 0 streng kleiner sein muss als diese Zahl r. Und der Abstand zwischen einer Zahl und 0, das ist der Betrag von dieser Zahl. Also bedeutet das hier, dass der Betrag von x minus a streng kleiner sein muss als r. Halten wir das fest. Wir haben bewiesen, dass eine Zahl x sich in solch einer Umgebung von a befindet, dann und genau dann, wenn der Betrag von x minus a streng kleiner ist als r.
Wir machen mal diese Sachen weg und machen folgende Überlegung. Wenn x, wie hier, streng größer ist als a, dann ist der Abstand zwischen x und a die Zahl x minus die Zahl a. Der Abstand zwischen x und a ist also die positive Zahl x minus a, die gleich zu ihrem Betrag ist, weil sie ja positiv ist. Wenn die Zahl x sich aber links von a befindet, dann ist der Abstand zwischen x und a die positive Zahl a minus x oder auch im Betrag der Betrag von a minus x, der aber genau derselbe ist wie der Betrag von x minus a. Woraus wir schließen können, dass der Betrag von x minus a nichts anderes ist als der Abstand zwischen x und a, ob x sich jetzt links oder rechts von a befindet. Das spielt keine Rolle mehr, weil es ja im Betrag ist. Wer gut verstanden hat, dass der Betrag von x minus a nichts anderes ist als der Abstand zwischen x und a, der findet diese Eigenschaft evident. X befindet sich irgendwo in dieser Umgebung von a, dann und genau dann, wenn der Abstand zwischen x und a streng kleiner ist als diese streng positive Zahl r.